Hallo und herzlich willkommen zum Unboxing eines weiteren Star Wars Sets, welches jetzt im Sommer 2018 erschienen ist. Und diesmal steht, wie man schon sieht, was Großes auf dem Tisch. Und zwar ist es der Sandcrawler mit der Setnummer 75220. Er besteht aus 1239 Bauteilen. Dabei sind noch vier Minifiguren, ein Astromech und ein Medical Droid, ähnlich wie 21B oder 21B. Das Set ist seitens Lego für die Alterszielgruppe 9 bis 14 Jahre angedacht und kostet UVP 129,99. 129,99 habe ich jetzt nicht bezahlt. Ne? Ich habe da wieder etwas günstiger zuschlagen können und zwar zu einem UVP von 99,99. Konnte ich natürlich so nicht stehen lassen. Ja, ich bin gespannt, wie groß er wird. Sicherlich nicht so groß wie der UCS, ist ganz klar. Er sieht relativ braun aus. Also jetzt nicht großartig Roststellen oder sowas auf den seitlichen Paneelen. Das sind halt große Flächen, genoppte Flächen. Da bin ich mal gespannt, wie auch sonst die Detailtreue ist, auch so im Heckbereich. Ein bisschen was kann man ja schon sehen auf der Rückseite vom Karton. Auch ein paar Funktionen sind da schon erklärt. Aber ich bin gespannt, vor allem, wie man denn den kleinen Wagen aus dem Battle Pack damit integrieren kann. So, das Set ist aufzuschlitzen. Mal gucken, welche Lösche ich denn da nehme. Wer die Qual hat, Wahl hat. Ja, ist eigentlich egal. Ja, so. Immer die Seite. Ja. So. Einmal da. Einmal da. Und einmal schütteln. Eine ganze Menge bei. Mal kurz durchgehen. Ganz viel braun. Ganz, ganz viel braun. Tüte 1. Technik, um erstmal für Stabilität zu sorgen. Dann die Baugruppe 2. 4. Bei 4 sind schon Ketten dabei. Natürlich. Nee, das ist 3. Unnummeriert. 2. Ja, noch ein bisschen Technik, aber hier wird schon, kommen schon ein paar mehr andere Steine auch dann zum Einsatz. Die 2, da haben wir die 3 auch wieder ein bisschen Technik bei. Nette Mixtur. Dann die 4 Zahnräder. Denn es ist ja ein Kettenfahrzeug. Da braucht man auch die Zahnräder für. So. 4, 5 Ketten. Jo, das wird witzig. Erstmal Ketten bauen. 4, 5. Ah ne, 5 hatten wir. Die 9, die 6. Gut, bei 6 geht es dann wieder ein bisschen mit Platten weiter und da sind noch ein paar Räder oder irgendwie sowas zu sehen. So. Wie gesagt, sehr, sehr braunlastig das Ding. Oh, Dark Tan ist natürlich auch wieder sehr schön. Die woanders für gebrauchen. Aber dann überhaupt. Das ist die unnummerierte Tüte. 6. Ach, das wird dann die 7 sein. Die hier ohne Nummer. 7, dann haben wir die 8. Noch ein bisschen mehr Gehäuse. Und die 9. So. Gut, dann haben wir die Bauanleitung. So. Auch wieder alles im Last Jedi Style, also jetzt vom Header. Mit den drei Köpfen von Poe, Rey und Finn. So, ist eine Bauanleitung. Klebebindung nicht geheftet. Außen ein wenig fester. Und da kann man dann schon die einzelnen Baugruppen sehen. Zumindest die ersten 6 sind da schon mal abgebildet. Und die restlichen 3. So. Gut, da geht es natürlich erst dann wieder mit Minifiguren weiter. Mir läuft schon wieder der Schweiß ins Gesicht. Ne, Technik. Ein bisschen weiter geblättert. Immer noch Technik. Funktionen. Auch sehr schön. Ja. Also ich bin wirklich mal gespannt, wie sich dieses Vehikel dahin ziehen wird. Oh, ganz trockener Hals.
Denn vom X-Wing war ich ja wirklich sehr begeistert, auf wie er sich hat bauen lassen, wie stabil der nachher war. Das war dann wirklich sehr, sehr schön. Und auch die Funktion mit den Flügeln und auch vom Bauen her sehr interessant. So, mal auf die letzte Seite gehen, das ist dann die 181. Da ist dann der Sandcrawler fertig aufgebaut, abgebildet, beziehungsweise als Grafik natürlich. Und auch ein bisschen anderer Stuff, der zur gleichen Zeit herauskam. Und man sieht, es sind keine Aufkleber dabei. Oh, ist ja dumm, ich jetzt gleich was trinken. Es ist wirklich unglaublich. Man kann es irgendwie als Nord noch mehr gar nicht richtig verkraften. Aber na gut, da müssen wir jetzt alle mal durch. Gut. Ich fange dann an zu bauen und wenn ich fertig bin, schieße ich das nächste Video ins Netz. Bis dann, habt noch viel Spaß, schwitzt nicht zu doll und